Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog und wir starten direkt mal damit, dass wir uns ein paar Prints anschauen. Ja, also Bilder kommen ja bekanntlicherweise am besten auf Papier und wir haben hier gerade ein bisschen rumgeprintet. Das seht ihr hier zum Beispiel schon mal eins. Oh, das reflektiert jetzt aber. Boah. Und das hier kommt richtig geil. Ne? Also das hier... Vor allen Dingen die Details, ja. Oh, also Leute, printet eure Bilder. Wir printen zum einen selbst mit diesem geilen Teil hier, was ihr hier seht. Das ist der Epson Stylus 3880. Und wenn wir halt richtig große Prints erstellen, dann schicken wir das auch weg. Da kooperieren wir mit Zoomwork. Und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, macht euch Prints, ja, weil es einfach viel, viel besser rüberkommt und euren Bildern eine dermaßige Wirkung gibt. Das müsst ihr einfach mal erlebt haben. Ja? Viele von euch machen immer nur Internet, Facebook. Printet eure Bilder. Ich bin ja vor einiger Zeit mit meinem Studio bzw. Unternehmen von Oftersheim nach Schwetzingen gezogen. Das heißt, ich habe mit Oftersheim nicht mehr ganz so viel am Hut. Wobei, jetzt geht es nach Oftersheim und zwar zum Bürgermeister. Business, Business. So, der Kelvin ist für Landschaftsaufnahmen gebucht worden. Ich mache hier gerade Location Scouting in Off the City, in Oftersheim. Gar nicht so einfach. Ich glaube, wir brauchen eine Drohne. Heute habe ich Post bekommen. Endlich. Mein neues Portfolio. Ich muss euch das mal in einer ruhigen Minute zeigen, weil das ist schon so ein 5-Kilogramm-Wälzer, der viele 100 Euro kostet. Also wenn Interesse besteht, dass ich dazu mal ein separates Video mache, ja, Thema Portfolio, warum, weshalb, wo lässt man sowas machen, wie viel sollte man investieren und so weiter. Wenn euch da meine Meinung interessiert, schreibt es in die Kommentare und dann mache ich da mal ein extra Tutorial drüber, warum, weshalb, wo ich es habe machen lassen, Material, Bildzusammenstellung und so weiter. So, bevor das Bootcamp losgeht, ist noch ein bisschen Relaxen angesagt. In meinem Zockersessel. Ich zocke mal wieder Call of Duty. Yeah. Aber nur gegen... aber nur gegen Bots, also gegen Computerspieler und ich habe die auf niedrigste Stufe gestellt. Nein, schon hohe Stufe. Ich habe vorhin vergessen zu filmen, jetzt nur noch der harte Kern da. Erster Tag Bootcamp, ne, eigentlich Tag Null. Der Abend zuvor. Jetzt sehen sie alle noch zufrieden aus und ausgeruht. Morgen früh 5.30 Uhr Frühsport. Wir sind jetzt mit dem Bootcamp beim Bowlen. Mal gucken, ob ich was bewegen kann hier. Ein weiterer Tag des Bootcamps steht an, mit dabei Topmann Ferdi, der hier die ganze Zeit schon geile Making-of-Bilder erstellt. Ja, und heute steht der Fotografietag an. Wir werden Porträts erstellen und Composings. Ich freue mich drauf. Immer noch hier beim Bootcamp. Warum seid ihr so ruhig? Ach, ihr seid Schwaben. Nein. Ey, aber die Hälfte der Bootcamp-Teilnehmer kommen aus dem Schwabenland. Ist doch krass, oder? Bam! So, wir sind beim Go-Kart-Fahren mit Bootcamp. Ich schaue mir schon mal die Bahn an, um alles zu studieren. Weil ich muss ja gewinnen.
Der Titelverteidiger ist übrigens dieser Mann hier. Mit Ferdi zusammen haben sie das letzte Mal gewonnen. So, so hat die Motorik. Der Geist aufgeht und legen wir los. Es geht los! Ich war letzter. So. Wir beide waren erster von hinten gesehen, ne? An ihm lag es nicht. Nein, wir leiden zusammen. Wenn es das schlechteste Auto gibt, dann kann man auch nichts machen. Ja, genau. So was haben wir nie erlebt. So, die Frisur. Mal wieder Bootcamp. Diesmal unterwegs in der Nachtschicht in Heidelberg. Und die Teilnehmer fangen jetzt schon an zu fotografieren. Die sind jetzt in verschiedenen Teams und müssen richtig coole Bilder erstellen. Und wir haben hier echt eine geile Kulisse, auch wenn der Weißabgleich hier gerade total verhauen ist. Wir sind gerade mit den Bootcamp-Teilnehmern in meinem Lieblingsrestaurant direkt neben dem Kino in Wiesloch-Walldorf. Olli, war gut? War gut? Ja, war super. Super. Merkt euch mal seine Stimme. Sag mal was. Hallo Freunde, demnächst bei... So, das sind auch noch ein paar Leute. Spaß! Ich habe ganz vergessen zu filmen. Wir sind gerade Heidelberg, Fotowalk. Jetzt essen wir hier noch ein bisschen was. Verdammt, ist es kalt hier. Leute, ich bin hier gerade mit der Nina. Wir haben einen Workshop geplant. Und jetzt macht sie noch ein romantisches Porträt von mir. Geht es überhaupt? Das werden wir jetzt sehen. Probieren wir es mal. Jetzt hörst du Hip-Hop, du hast doch eben Schlager gehört oder Jazz oder Musical oder was das war. Das ist die absolut verrückteste Playlist der ganzen Welt, da ist alles drin. Ey, du hast doch eben 100% irgendeinen Jazz-Kack gehört, wobei ist er. Ja, Kack. Jazz, hier, warte, was war das? Was hast du gerade eben gehört, mach mal laut. Ja, pass auf, sorry. Das gibt's nicht, deswegen bin ich eben rübergegangen, das was stimmt ja. Mit dem nicht, ey. Ich find's gerade gar nicht. Ja, nicht schlimm, das war... Neil Diamond. Was? Neil Diamond, glaube ich, oder? Ray Charles oder was? Nein. Alles gut bei uns. Ich bin ja gerade auf dem Weg ins Fotostudio. Alles schon vorbereitet, denn jetzt steht ein Shooting an mit Andreas Hofmann. Der ist Speerwerfer und braucht eine neue Autogrammkarte. Und da wird dann dieses Set fotografiert. Es wird demnächst, oder es gibt ja aktuell gerade bei Foto.tv eine Aktion, wo ich immer einen Einblick gebe in meine Auftragsarbeiten. Da wird dann der fertige Film von A bis Z, Fotografie und Retusche dann auch erscheinen. Also bei Foto.tv vorbeischauen, wenn ihr ein Abo habt. So Leute, jetzt sind wir beim Fotografieren. 108 Kilo stehen hier. Ich stelle mich mal ganz kurz nebendran, wie das aussieht. Und ich habe gedacht, ich habe ein bisschen Muckis. Samstagmorgen, I'm on a mission, Workout abgeschlossen. Jetzt geht's erstmal frühstücken und dann geht's mal wieder mit der Familie shoppen. Ja, für einen Mann ist ja Shoppen eigentlich nur so Laden rein, das kaufen, was man braucht. Eigentlich, aber wenn man mit der Familie shoppen geht, dann nenne ich das immer Beine trainieren. Es ist Sonntag, liebe Freunde. Meine Kinder sind auf Kindergeburtstag. Und es ist noch sehr früh morgens. Ich war gerade trainieren und lese jetzt hier noch ein Buch. Und zwar die 10 Gebote des erfolgreichen Verkaufens.
Ich sag's ja schon seit langer, langer Zeit, dass man als Fotograf auch irgendwie ein Verkäufer ist. Weil wir verkaufen ja eine Dienstleistung, ein Produkt. Das ist in den meisten Fällen die Dienstleistung. Und deswegen schadet in dem Bereich die Weiterbildung auf keinen Fall. Beschäftigt euch mehr mit den Prinzipien des Verkaufens. Wertvoller Tipp. Es bringt wirklich was. So, mal wieder ganz kurz eine Vlog-Sequenz. Wir haben heute Montag und es steht ein Seminar auf dem Plan. Und zwar vom Kunden zum Stammkunden, in Klammer Fan. Wir haben hier schon alles aufgebaut. Und das Seminar beginnt jetzt in circa einer Stunde. Ich freue mich tierisch drauf. Bin sehr gespannt, wie das Seminar ankommt, wie es aufgenommen wird. Und ja, das steht heute am Montag auf dem Plan. Ich bin's nochmal. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal ganz kurz hier zu Katharina und Sunny und überrasche die mal mit einem Video. Die lieben es ja, vor der Kamera zu sein. Und frag mal, was bei denen so geht. Und? Was geht so bei euch? Was geht hier? Was macht ihr? Los, Bericht. Zahlen, Fakten, Mahnungen. Nein. Das war's jetzt? Ja. Ich habe ja gesagt, die lieben es, vor der Kamera zu sein, die Armen. Komm ich einfach rein. Hey, da, was ist denn da zu lachen? Hey, hopp, da weiter so. Jetzt gehen wir in die zweite Runde vom Workshop, vom Kunden zum Fan. Die Teilnehmer kommen gerade vom Essen. Wo waren wir? Wir waren natürlich mal wieder beim Chinesen. Ich sitze hier gerade in meinem Konferenzraum und schneide hier gerade mein neues Evernote Videotraining. Leute, das ist so geil geworden. Also wenn ihr Evernote kennt, nutzen wollt oder bereits nutzt, starke Empfehlung. Ja, zieht euch das Training auf jeden Fall rein. Das kommt die Tage jetzt raus. Ich freue mich schon. Wir können ja nicht jeden Tag zum Chinesen gehen, essen. Deswegen gehen wir heute zum Thailänder. Wir sind gerade für die Stadt Oftersheim unterwegs und machen gerade Location Scouting. Christoph, willst du mal rutschen? Ja. Wir sind im Kindergarten gerade und müssen mal hier gucken, wo man da fotografiert am besten. Boxes. Krassere Dusche. Da können wir euch das hier. Ja, das ist trocken. Voll mit der roten Rudolf-Nase, weil von Engel, ich denke euch nicht an, aber Kevin sich Nahaufnahme willst du, Laura? Ja, hier, komm. Komm, eine Nahaufnahme von der Erkältung. Damit wir auch alle glauben.